Was geht ab, liebe Fitnessfreunde? Herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich hatte mich ja gestern gewogen, falls ihr das Video gesehen habt, und da war das echt eigentlich, ja, es lief gut, ja, ich hatte abgenommen, aber nur 1,5 Kilo in einem Monat, und das ist gut, man soll ja langsam abnehmen, um möglichst viel Muskelmasse zu behalten, aber trotzdem zu langsam für meine Planung für die FIBO. Und vorher habe ich auch noch ein paar Termine reinbekommen, wo ich auch gut aussehen muss. Und deshalb muss ich ein bisschen Gas geben. Aber heute sah es ganz gut aus. Denn wie ich mir gestern dachte, für die, die es nicht wissen, ich bin gestern mit dem Bus nachts durchgefahren von Polen nach Deutschland. Habe dann gegessen, getrunken, mich dann gewogen. Und das war natürlich anders, als wenn ich geschlafen hätte und wie ich das halt normalerweise mache. Das heißt, es waren nicht alle Bedingungen gleich und somit kann das Gewicht abweichen. Das war auch der Fall. Ich habe zu viel gewogen. Heute war es 82,5. Das heißt, ich habe 2,5 Kilo abgenommen in einem Monat. Ich hatte immer noch schneller eingeplant, aber es läuft ganz gut so. Ich bin mit der Optik und mit der Kraft zufrieden und ich werde mit den Kalorien zwar jetzt wieder runtergehen. Hätte ich normalerweise nicht gemacht, weil viele haben gefragt, warum fängst du denn schon Januar an, für die FIBO zu shredden? Wisst ihr was? Ich hätte vorher noch anfangen sollen, weil wirklich langsam abzunehmen, damit könnt ihr möglichst viel Muskelmasse behalten. Jetzt werde ich etwas verlieren, aber es ist kein Problem, werde ich dann wieder im Aufbau und wieder direkt zunehmen, beziehungsweise ich will ja vor der FIBO fertig werden mit dem Cut, damit ich schön 1-2 Wochen vorher nochmal richtig laden kann, richtig prall dorthin gehen kann und nochmal richtig tatsächlich ein paar Gains rausholen kann in dieser kurzen Zeit, weil ich ja dann so viel Nährstoff meinem Körper zuführe und er die wahrscheinlich gerne aufnehmen wird, weil er davor in einem Diätzustand war und dann nimmt er sich halt alles, was er halt saven kann. So, und deshalb, ich gehe jetzt auf 2000... Lass mich nicht zu weit runtergehen. Ich gehe nochmal 200 Kalorien runter auf 2400 und dann schaue ich mal die nächste Woche. Meine Supplements sind momentan das hier. Also das war immer, hier habe ich Omega 3, hier habe ich Zink, aber nehme ich jetzt doch nicht morgens, sondern abends, weil wenn ich Zink auf leeren Magen nehme, wird mir schlecht. So, Whey war halt nur, wenn ich es brauche, habe ich halt aber meistens gebracht, okay. Entweder Whey oder Reisprotein habe ich meistens gebraucht, weil ich so 180 Gramm Eiweiß durch Nahrung nicht schaffe. Wenn ihr es schafft, braucht ihr kein Whey. Das sehr selten nur noch. Heute benutze ich das, weil ich mir Pancakes zum Frühstück mache. Die bestehen aus Eiern, bisschen Mandelmilch, halt Instant Oats, Whey, heute mit dem Geschmack, ich versuche mal, wie die werden, Vanille Ice Cream, das heißt, es werden Vanille Ice Pancakes, das brate ich, also die brate ich an mit Kokosfett und dann esse ich die mit Apfelmark oder Apfelmus 100% aus Äpfeln und etwas Ahornsirup. Werdet ihr gleich sehen, mache ich ein kleines kurzes Kochvideo draus mit Musik drüber. Und neues Supplement ist jetzt dazugekommen, BCAAs, da meine Kalorien jetzt niedrig sind. Man sagt ja für den Muskelschutz essentielle Aminosäuren. Ich weiß nicht, inwiefern die was bringen, aber ich habe sie in meiner letzten Diät ausprobiert und ich habe kaum Gains verloren oder mir wurde gesagt, dass ich kaum Gains verloren habe. Und deshalb denke ich aus Erfahrung, ich weiß nicht, inwiefern die Werte da belegt sind, aber aus Erfahrung denke ich, dass Aminosäuren im großen Kaloriendefizit Sinn machen, vor allem BCAAs eben halt. Und nächste Woche kommt noch Kreatin dazu und Vitamin D3. Bei Vitamin D3, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen, das sage ich dann, wenn es denn angekommen ist. So, jetzt viel Spaß bei diesem sehr einfachen Rezept. Ich schneide hier gerade ein Video für euch. Dieses Video habt ihr schon gesehen, das war das hier.
ist immer sehr viel Arbeit hier, alles anpassen mit Musik, Übergänge, Material, hin und her, Zeitlupe, Einblendungen, Verlinkungen, dann später auch noch alles rendern, hochladen. Also die, die YouTube machen oder schon mal sowas gemacht haben, wissen, wie viel Arbeit es ist. Die Pancakes hatten 1000 Kalorien, 1030, 80 Gramm Eiweiß, 100 Gramm Kohlenhydrat und 30 Gramm Fett. Und nebenbei esse ich hier noch ein Quest Bar. Diesmal hatte ich richtig Bock auf Schokolade, deswegen Chocolate Brownie. Gleich geht's zum Training, aber vorher gibt es bei mir noch eine Mahlzeit, so ungefähr 1,5 Stunden vorher. Ich habe hier Haferflocken, nur wenig, ich habe nicht so Bock und auch nicht so Hunger, obwohl ich heute kaum was gegessen habe. Haferflocken habe ich 45 Gramm, eine Banane, 10 Gramm Honig und 150 Milliliter Mandelmilch. Ich habe eben so einen probiert und ich muss sagen, extrem lecker, ein bisschen zu salzig für mich, aber schmeckt anders. Schmeckt nicht ganz so trocken wie Beef Jerky, schmeckt ein bisschen wie Parmaschinken, so. Also, aber man merkt schon, dass es richtig gute Qualität ist. Ja, kann ich echt empfehlen. Shape U Cap, mein Lieblings-ESN-Pulli. Das kann nur eines heißen. It's Gym Time! Mit wem schreibst du? Mit Nett. Schöne Grüße an Nett. Wir haben uns Döner geholt. Wir wollten Döner, aber die hatten keinen. Gleich geht's noch weiter. Ich habe gerade geduscht. Und ich habe auch einen Döner, aber einen Falafel-Döner mit Soße. Ich hatte heute noch gut viel Fett offen, deswegen kann die Soße mir nicht schaden. Ja, Falafel. Brot, dies, das, gleich noch ein Proteinshake. Bei dir auch noch ein Shake oder was? Ja, safe und crisper. Wow, Masse. Jo, wie gesagt, Pumping Samstag und an einem Pumping Samstag gehört natürlich was dazu? Party. Also, viel Spaß dabei und ich sag nur, everybody fucking jump!